Alle setzen mittlerweile auf energieeffizientes Heizen. Und mit der Wärmepumpe soll das besonders gut gehen. Kritische Stimmen sprechen in diesem Kontext aber immer wieder von hohen Stromkosten. Stimmt das wirklich oder sind das nur Stammtischparolen von Wärmepumpengegnern? Ich bin Robin und willkommen bei einer neuen Folge von NBW Wissen. Bevor es jetzt gleich mit diesem spannenden Thema losgeht, schnell noch den Kanal abonnieren und das Glöckchen anklicken, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Wärmepumpen erleben gerade einen regelrechten Hype. Und das ist wenig verwunderlich. Immerhin nutzen sie anstelle von fossilen Brennstoffen die Energie aus der Umgebungsluft, dem Grundwasser oder dem Erdboden, um Wärme zu erzeugen und sind dadurch besonders nachhaltig. Gleichzeitig stehen sie jedoch in der Kritik. Die sind zu laut, nur was für Neubauten, viel zu teuer und viel Strom verbrauchen sie auch. Heißt es immer wieder. Sprechen wir doch mal über den Stromverbrauch. Denn alle weiteren Aspekte haben wir bereits in diesen Videos erklärt. Check doch mal in der Playlist aus, welche Themen für dich interessant sind. Los geht's jetzt mit den Stromkosten. Von welchen Faktoren hängt der Stromverbrauch einer Wärmepumpe ab? Wie viel Strom eine Wärmepumpe im Einzelnen genau verbraucht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Erstens die Art der Wärmepumpe, zweitens die Größe deines Gebäudes, drittens Alter und Zustand des Gebäudes, viertens die Art der Wärmedämmung, fünftens die Anzahl der BewohnerInnen und sechstens dein individueller Heizwärmebedarf. Ein kleiner Teaser, wie du deine individuellen Stromkosten und Verbrauch für deine Wärmepumpe selbst berechnen kannst, das erkläre ich dir im Laufe des Videos. Kann das Heizen mit einer Wärmepumpe teuer werden? Ja, kann es. Muss es aber nicht. Wie beim Kühlschrank oder anderen Haushaltsgeräten, die mit Strom betrieben werden, kommt es auch bei einer Wärmepumpe auf die Energieeffizienzklasse an. Grundsätzlich kann man sagen, je jünger und moderner ein Gerät ist, desto effizienter ist es. Tatsache ist, obwohl Strom aktuell teurer als Gas oder Öl ist, sind die laufenden Kosten einer modernen Wärmepumpe günstiger als bei herkömmlichen Gas- oder Ölheizungen. Klingt widersprüchlich? Ja, es ist aber so. Die Technologie der Wärmepumpe macht das möglich. Für 100% Wärme zieht die Anlage bis zu 75% kostenfreie Energie aus der Umwelt und braucht in diesem Fall nur 25% Energiestrom, optional aus dem Netz. Mit Solarenergie kann man sogar diesen Stromanteil selber und damit kostenfrei erzeugen. Aber dazu später mehr. Hinzu kommt der Faktor Effizienz. Bei Wärmepumpen gibt man die Effizienz mit der Kennzahl Jahresarbeitszahl, kurz JAZ, an. Die Abkürzung JAZ sagt aus, wie viele Kilowattstunden Wärme du für eine Kilowattstunde Strom bekommst. Auch der COP kann uns begegnen. COP steht für Coefficient of Performance. Die Jahresarbeitszahl gibt die Effizienz über ein gesamtes Jahr an, wobei der COP die Effizienz nur in einem bestimmten Betriebszustand darstellt. Für die Energiekosten ist die Jahreszahl die wichtigere. Wie aber wird sie eigentlich berechnet? JAZ gleich erzeugte Kilowattstunde Wärme geteilt durch zugeführte Kilowattstunde Strom. Moderne Wärmepumpen erreichen heute typischerweise eine Jahresarbeitszahl von 3 bis 5 und erzeugen damit 3-mal bis 5-mal der Energie, die sie zur Erzeugung benötigt haben. Durchschnittlich erhältst du also 4-mal mehr Energie, als du eigentlich einsetzt. Also je höher die Jahresarbeitszahl, desto effizienter die Anlage und desto günstiger die laufenden Kosten. Gut zu wissen. Ah, super Stichwort, eine Kilowattstunde. Weißt du eigentlich, wie viel das ist? Hier ist ein Videotipp für dich, um mal besser einschätzen zu können, wie viel so eine Kilowattstunde eigentlich ist. Wir haben da ein paar echt coole Beispiele gemacht. Den Link findest du in der Infobox. Übrigens, Luftwärmepumpen sind in der Regel weniger effizient. Der Grund, diese Anlagen sind durch die Außen- bzw. Umweltluftwärme größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt. Insbesondere im Winter. Bei der Anschaffung und der Installation sind sie jedoch die günstigste Form der Wärmepumpe, dafür beim Strom etwas hungriger. Mein Fazit: Abhängig von Anlage, Heizbedarf, aber auch Nutzerverhalten kann das Heizen grundsätzlich teuer werden. Doch im Vergleich zu einer herkömmlichen Gas- oder Ölheizung sind die laufenden Kosten einer Wärmepumpe bis zu 39% günstiger. Selbst bei weniger effizienten Geräten kannst du noch bis zu 11% günstiger heizen. Also ich finde, der Gedanke Wärmepumpe lohnt sich. Wie kann man die Stromkosten einer Wärmepumpe berechnen?
Dafür benötigst du drei Größen. Erstens Heizleistung, zweitens die Jahresarbeitszahl und drittens die Betriebsstunden. Hier die Berechnungsformel. Die Heizleistung geteilt durch die Jahresarbeitszahl mal Betriebsstunden gleich Stromverbrauch der Wärmepumpe. Schauen wir uns das an einem konkreten Rechenbeispiel an. Ziehen wir dafür ein KfW-Effizienzhaus der Stufe 55 heran. Für die Wohnfläche kalkulieren wir mit 150 Quadratmeter. Darüber hinaus gehen wir von einer Luftwärmepumpe mit 6 Kilowatt Heizleistung und einer Jahresarbeitszahl von 2,7 aus, die 2000 Stunden im Jahr läuft. Dann sieht die Rechnung wie folgt aus. 6 kW geteilt durch 2,7 mal 2000 Stunden gleich 4444 Kilowattstunden. Wenn du also abschätzen kannst, wie viele Stunden deine Wärmepumpe im Jahr laufen wird, dann kannst du mit den Daten der Wärmepumpe deinen Stromverbrauch vorab selbst ermitteln. Wenn es um die Kosten geht, musst du den Verbrauch dann nur noch mit dem Preis pro Kilowattstunde multiplizieren. Also Stromverbrauch im Jahr mal die Kosten pro Kilowattstunde gleich Stromkosten der Wärmepumpe im Jahr. Weitere Beispielrechnungen und Informationen zum Thema findest du übrigens im Artikel "Wie hoch ist der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe?" des NBW Magazins. Den Link findest du in der Infobox. Alles klar? Dann auf zur nächsten Frage. Kann man die Stromkosten einer Wärmepumpe auch reduzieren? Kurz und einfach, ja. Anstatt mit Haushaltsstrom kannst du die Wärmepumpe auch mit einem Sondertarif betreiben, dem sogenannten Wärmepumpenstromtarif. Die Kilowattstunde ist dabei günstiger und wird über einen separaten zweiten Stromzähler abgerechnet. Allerdings wird hierbei die Anlage zu klassischen Spitzenlastzeiten gesperrt. Das ist eine gesetzlich geregelte Sperrzeit, auch EVU-Sperre genannt, also bis zu dreimal pro Tag und je maximal 2 Stunden kann und auch darf der Netzbetreiber die Wärmepumpe dann ausschalten. Zur Gewährleistung der gesamten Netzstabilität. Aber keine Panik. In einer Sperrzeit wirst du weder frieren noch kalt duschen müssen. Da Wärmepumpen in der Regel über einen Pufferspeicher verfügen, ist erwärmtes Wasser immer bevorratet, das im Falle dann so einer Abschaltung auch nutzbar ist. Wenn du also prüfen willst, ob sich ein Wärmepumpentarif für dich lohnt, dann solltest du alle Kosten im Blick haben. Auch die Installationskosten für einen zweiten Stromzähler oder die jährliche Miete für das sogenannte intelligente Messsystem, also so ein Smart Meter, das ab einem Jahresverbrauch von 6000 Kilowattstunden verpflichtend ist. Die Faustregel von Energieexperten besagt, die Kombination von Haushaltsstrom und Wärmepumpenstromtarif lohnt sich ab einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden. Ja, wie viel ist das jetzt genau? Pi mal Daumen kann man grob sagen, ab einem Haushalt mit 4 Personen oder mehr sollte man schon mal nachschauen oder mal nachrechnen. Und du suchst jetzt einen günstigen Stromtarif für deine Wärmepumpe? Auf der Übersichtsseite zum Thema Wärmestrom der NBW erhältst du alle wichtigen Informationen, um den für dich passenden Tarif zu identifizieren. Die Seite haben wir dir in der Infobox verlinkt. Und wenn dir die Folge gefällt, dann lass doch gerne auch mal ein Like da. Mein Fazit? Klar sind Wärmepumpen Stromfresser, weil sie eben Strom statt Öl oder Gas brauchen. Aber wenn du alles richtig machst und dich auch gut beraten lässt, dann kannst du dein Zuhause aktuell am günstigsten mit einer Wärmepumpe heizen. Die besten Voraussetzungen sind: erstens eine energieeffiziente Wärmepumpe, zweitens ein gut gedämmtes Gebäude, drittens eine Fußbodenheizung als effektivste Ergänzung im Heizsystem und viertens ein Sondertarif für Wärmepumpen. Noch günstiger wird es übrigens mit einer Photovoltaikanlage. Wenn du deine Wärmepumpe mit Sonnenstrom betreibst, dann senkst du deinen Stromverbrauch aus dem Netz und erhöhst zeitgleich die Rendite deiner Solaranlage. Klingt doch eigentlich perfekt, oder? Ja, aber doch muss man bei der Kombi ein paar Dinge beachten. Aber das erklären wir in einem anderen Video. Den Link dazu findest du in der Infobox. Jedoch erst ab nächste Woche. Es soll ja ein bisschen spannend bleiben, ne? Mit einer modernen Wärmepumpe kannst du in 20 Jahren bis zu 20.000 Euro sparen. Das ist doch super, oder? Und wenn du tiefer in das Thema Wärmepumpen eintauchen willst, dann findest du in der Playlist weitere Videos. Schau doch mal rein. Also bis gleich. Moderne Wärmepumpen. Übrigens, Lüftwärmepumpen. Kommt es auch bei einer Wärmepumpe auf die Energieeffizienzklasse? Ah, ne, rechts. Über einen Daumen hoch freue ich mich schon wieder. Die Faustregel, also haben wir schon, sind wir.